Ich stehe hier am Bahnsteig 10 in Berlin-Gesundbrunnen. Neben mir ist ein Pesa-Link der Niederbarnimer Eisenbahn. Gleich fährt dieser Zug los über die Grenze von Berlin nach Polen und dann nach Tschechien. Das Ziel ist Liberec. Weil es dort wohl noch kalt sein soll, deswegen sind wir alle hier noch nicht besonders frühlingshaft gekleidet. Aber so ist das in Europa. Die einen haben Sonnenschein, bei den anderen ist dann Regen. Trotzdem muss man versuchen, sich zu verständigen. Und das ist die Idee auch dieses Zuges. Ein europäischer Zug, der soll Werbung machen für die Teilnahme an den im Mai stattfindenden Europawahlen und für die Idee eines für die Bürgerinnen und Bürger Europas offenen Landes ohne Zollkontrollen und Passkontrollen und Gepäckkontrollen. Aber jetzt muss ich schnell los, denn die Fahrt beginnt. Dieser Zug war anders als normal. Auf dem Bahnsteig präsentierten Umweltaktive ihre Sympathie für die Eisenbahn. Abgase sind nicht so dufte, wer könnte dem widersprechen? Im Fahrgastraum begannen Mitglieder der polnischen Sozialdemokraten aus Szczecin, auf Deutsch Stettin, es sich häuslich einzurichten, mit eigenen Wahlkampfplakaten. Da wollte Berlins Europaparlamentskandidatin Gabi Bischoff nicht hinten anstehen und setzte sich unter eine SPD-Fahne. Eine blutrote, auch wenn diese Farbe ja derzeit nicht unbedingt mehrheitsfähig ist. Doch die Teilnehmer der Fahrt waren Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aus Paris, aus Berlin, Brandenburg, Sachsen und aus Stettin. Eine bunte Mischung Gleichgesinnter, zu denen sich Interessierte an Polen und Tschechien sowie Experten für Bahnpolitik gesellten. Ziel der Aktion war die Werbung für die Europäische Union für Teilnahme an den Europaparlamentswahlen am 26. Mai 2019 und natürlich auch für die Kandidatinnen und Kandidaten aus den eigenen Reihen. Unterwegs gesellte sich noch der sächsische SPD-Europakandidat Matthias Ecke zu den Reisenden. Im tschechischen Liberec sollte Kandidat Jan Koschak hinzukommen. Im polnischen Lubaan stieß die niederschlesische Europakandidatin Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska zu den Reisenden. Der Stettiner Kandidat Bogusław Liberacki hatte andere Verpflichtungen, entsandte aber enge Freunde. Kurzer Zwischenstopp am Bahnhof Berlin-Lichtenberg. Der vordere Zugteil hatte ein Computerproblem. Die Steuerungssoftware zeigte entgegen den Fakten an, dass die Räder heiß laufen und drosselte die Geschwindigkeit auf 35 Stundenkilometer. So langsam wollte niemand durch Europa zuckeln, also musste der fehlerhafte Zugteil zu Hause bleiben und man ahnt es, alle Plakate mussten mitsamt Reisenden in den verbleibenden hinteren Teil verfrachtet werden. Bei so viel Personen auf engem Raum wurde es dort anheimelnd wie in einer S-Bahn, doch die Reisenden trugen es mit Fassung und Humor. Was war das Besondere bei der Organisierung dieses Sonderzugs, wollten wir vom Berliner Bahnexperten Dr. Jürgen Murach wissen. Wir hatten ja die Illusion, mit unserem Sonderzug die gesamte Ringstrecke einmal rumfahren zu können. Das hat leider nicht geklappt. Zwischen Harachow und Liberec war das Problem, dass noch Reste von der Zahnradbahn vorhanden waren. Und da hätte man für 2000 Euro eine Prüfung machen müssen, ob die Zacken nicht zu nah am Boden sind. Außerdem war auch die Neigung der Strecke sehr stark. Das hätte also einen großen Aufwand bedeutet. Aber das Problem zwischen Liberec, Zittau und Görlitz war, dass noch alte Grenzabkommen aus der Zeit der DDR, der Volksrepublik Polen, der CSR gültig sind, die es sozusagen nur bestimmten Eisenbahnverkehrsunternehmen mit ihren Fahrzeugen erlauben, diese Strecke zu benutzen. Zwischen Zittau und Görlitz sind dies die ODEC und auch die Trilex, weil Trilex seine Fahrzeuge in Görlitz immer ausbessert. Aber es war nicht möglich für andere Fahrzeuge, diese Strecke zu benutzen. Was würdest du schlussfolgern für ein Europa ohne Grenzen? Was dürfte sich noch verbessern? Also erstmal müsste ein freier Zugang sein für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen zwischen Liberec, Zittau und Görlitz. Und es sollte die Strecke von Liberec nach Harachow auch durch ertüchtigt werden, auch durch Elektrifizierung, dass es auch für normale Züge notwendig ist, diese schöne Panoramastrecke zu nutzen.
Europa ja, sagt dieser freundliche Herr auf dem Plakat. Bogusław Liberadzki ist bereits im Europaparlament und hat sich dort als Verkehrsexperte hohes Ansehen erworben. Wie gefällt euch die Idee im Europazug für die Europawahlen? Sehr gut, eine gute Initiative. Das bringt uns alle zusammen. Leute aus verschiedenen Ländern mit linken Ansichten. Das ist toll. Auch wenn wir ein kleines technisches Problem hatten mit dem einen Wagen, verläuft die Fahrt sehr sympathisch und nett, in guter Atmosphäre. Und dein Eindruck? Eine tolle Initiative, die uns Polen integriert und auch die Leute aus den anderen Ländern. Das gefällt uns sehr. Wie sieht eurer Meinung nach die Chance der Linken bei den Wahlen in Polen aus, in Deutschland, in Tschechien? Schließlich ist links momentan nicht unbedingt die führende Strömung in Europa. Leider, aber in Polen wird es immer besser. Wir gehen jetzt zu den Wahlen in einer breiten europäischen Koalition mit anderen demokratischen Parteien und viele Umfragen sagen voraus, dass wir die Wahlen gewinnen können. Unser Kandidat aus Stettin ist Professor Bogusław Liberadzki, derzeit stellvertretender Vorsitzender des Europaparlaments. Da drücken wir die Daumen und sind überzeugt, dass Herr Professor ein Mandat bekommt und wieder Europaabgeordneter wird. Gibt es auch Wünsche an die Verkehrspolitik? Die Zugverbindungen sollten besser werden und häufiger. Der Bahnverkehr ist sehr wichtig, nicht nur in einem Land wie in Polen, sondern er sollte auch so entwickelt werden, dass wir uns frei bewegen können in der Europäischen Union. Am Beispiel unseres nationalen Bahnunternehmens, der PKP, sehe ich, dass jetzt schon so ein Trend da ist, wenn auch noch nicht sehr deutlich. Nach Budapest, nach Berlin gibt es mehr Verbindungen, nach Wien, also es wird immer besser, aber wir erwarten noch mehr. Der Sonderzug mit dem lyrischen Namen Express Rübezahl, Karkonosz auf Polnisch, fuhr über Cottbus und Weißwasser zur polnischen Stadt Jelenia Góra, auf Deutsch Hirschberg, und weiter bis nach Liberec in Tschechien. Unterwegs informierten Sachsens EU-Kandidat Matthias Ecke und französische Parteifreunde über Energiepolitik. Schließlich durchfuhr der Zug eine durch den Abbau von Braunkohle geprägte Region. Auch Berlins Kandidatin Gabi Bischoff nutzte die Zeit zu einer Ansage. Aus Deutschland, aus Frankreich, aus Italien, aus Polen. Und wir begrüßen deshalb auch hier zusammen alle. Guten Morgen, bonjour, Dzień dobry. Das ist die erste Fahrt von Berlin aus ins Riesengebirge nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, direkt von Berlin dahin. Und wir machen uns dafür stark, dass wir in Europa zusammenkommen können. Dazu spielt natürlich der Zugverkehr eine riesengroße Rolle. Wir haben einen super aktiven Verkehrsausschuss. Wir haben Expertinnen und Experten an Bord, die sich seit Jahren dafür einsetzen, dass der Zugverkehr zwischen Deutschland und Polen und auch zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik wieder zusammenwächst und dass wir zusammen eine starke, gut vernetzte Region sind. Wir sind hier ein paar Tage vor der Europawahl und deshalb ist es auch ein gemeinsames Signal von uns allen, dass wir uns hier als gemeinsame europäische Region verstehen. Eigentümer des Zuges, mit dem wir fahren, ist die Niederbarnimer Eisenbahn, abgekürzt NEB, aus Berlin. Gebaut wurde der Zug in Polen bei der Firma Pesa in Bydgoszcz, auf Deutsch Bromberg. Normalerweise pendelt das Fahrzeug mehrfach täglich zwischen Berlin und dem polnischen Grenzbahnhof Kostrzyn und teilweise bis nach Gorzów-Landsberg. Die Fahrzeuge vom Typ Link der NEB sind einige der wenigen in Deutschland, die auf beiden Seiten der deutsch-polnischen Grenze eine Zulassung besitzen und fahren dürfen. Deshalb ist ein Link die erste Wahl für Sonderfahrten wie diese. An Bord war auch der Geschäftsführer der NEB, Detlef Bröker. Der NEB-Mitarbeiter Paweł Koschicki, ein Pole in Berlin, teilte an die Reisenden als Aufmerksamkeit Kaffee aus. Wie sieht der NEB-Geschäftsführer Fahrten wie diese?
Das freut mich natürlich schon, weil Sie sind ja mit der deutschen und polnischen Zulassung dafür gemacht, verstärkt nach Polen auch zu fahren. Bisher haben wir ja außer dem Regelverkehr nach Koszyn nur eine tägliche Verbindung, die tiefer ins Land reicht, morgens aus Gorzów und abends nach Gorzów, von Berlin aus und nach Berlin. Insofern ist es schön, wenn wir jetzt auch mal woanders fahren können und das auf Bestellung sozusagen hier mal so ein bisschen deutsch-polnischen Fernverkehr mit organisieren und mit durchführen können. Im letzten Jahr gab es ja auch eine sogenannte Rekordfahrt. Da durfte das Fahrzeug also mal bis an die erlaubte Grenze gehen. Ja, das ist auch heute 140 gefahren. Also das schneller darf er in Deutschland nicht fahren. In Polen darf er auch nur 120 fahren, auch wenn er schneller könnte. Aber von der Zulassung her ist das so begrenzt. Aber also heute und damals, er kann schneller fahren, er kann schnell fahren, macht er auch. Ja, hoffen wir mal, dass es möglichst viele solche Fahrten gibt, dann zeigen die Fahrzeuge ihren verbindenden Charakter. Also das war auch eine Überlegung eben, hier diese Fahrzeuge zu beschaffen, stärker auf deutsch-polnische Verbindungen zu setzen. Es ist natürlich wirtschaftlich nicht ganz so einfach, hier schnell mehr Verbindungen zu schaffen, aber ich hoffe und setze darauf, dass die Politik auch auf dieser Seite Deutschlands ein bisschen stärker in den grenzüberschreitenden Verkehr investiert und dazu noch mehr Beschäftigung für diese Fahrzeuge kommt. Bei Horka überfahren wir die deutsch-polnische Staatsgrenze. Auf polnischer Seite wurde die Strecke in letzter Zeit bis Breslau und Oppeln mit Finanzierung der EU zu einer der modernsten polnischen Bahnstrecken für 160 Stundenkilometern ausgebaut. Auf deutscher Seite wurde zum Dezember 2018 ebenfalls die moderne Elektrifizierung fertig. Die Berliner EU-Kandidatin Gabi Bischoff bewegte dabei eines. Wo, abgesehen von dem Grenzpflock, ist denn hier die Grenze? Es ist schon toll, wir fahren hier einfach durch. Es passiert gar nichts. Man sieht eigentlich nur noch an so einem Pfahl, dass man Deutschland verlassen hat und in Polen einreist. Und dass wir zusammen, wie auch als Region zusammengewachsen sind. Ich kann mich noch erinnern, ich bin mal mit dem Zug von Peking über Moskau zurück nach Berlin gefahren. Und wie schwierig das war, dann die Grenzen zu passieren hier. Und das zeigt einfach, dass wir dieses Europa, das so zusammengewachsen ist, nicht wieder auseinanderdriften lassen dürfen. Dass wir alles tun, damit Europa weiter zusammenwächst, dass wir als Europäerinnen und Europäer weiter zusammenwachsen und uns nicht von Nationalisten gegeneinander ausspielen lassen und wieder auseinandertreiben. Wenn wir hier rausgucken, wunderschöne, friedliche, grüne Frühlingslandschaft und wir sind hier zusammen mit Genossinnen und Genossen aus Berlin, aus Stettin, aus Paris, aus Dresden und wollen zusammen einen europäischen Wahlkampf machen, weil wir wirklich für Europa brennen und alles tun, damit Europa weiter zusammenbleibt, es gerechter wird, es sozialer wird und auch viel nachhaltiger wird. Und dazu brauchen wir echte, bessere Verkehrsinfrastruktur zwischen den Ländern. Das muss doch funktionieren können. Das hat vor 100 Jahren funktioniert. Und wir sind daran, die Verbindungen zu verbessern, weil wir auch das brauchen, um Menschen zu verbinden. Und darum geht Europa. Es geht nicht darum, Regierungen zu verbinden, sondern es geht darum, die Menschen in Europa zu verbinden. Der Berliner Verkehrsexperte Jürgen Murach hatte noch etwas Nettes im Gepäck. Was ist denn das? Ja, das ist, wir wollen auch die polnischen Wähler in Berlin ansprechen, dass wir für uns die Bahnverbindungen nach Polen sehr wichtig sind. Und es gibt ja sehr viele Fernpendler und viele Polen, die auch täglich benutzen. Und da gibt es ja noch sehr viel zu verbessern. Wir brauchen ja mehr umsteigefreie Verbindungen. Das heißt, für einen Europawahlkampf denken jetzt auch Sozialdemokraten auch im eigenen Lande europäisch. Ja, und die Europäische Union kann ja auch helfen, wenn es darum geht, auch die grenzüberschreitenden Probleme zu lösen, auch Fahrzeuge zu fördern, die sowohl in Deutschland als auch in Polen verkehren können. Davon gibt es ja viel zu wenig.
Halt im polnischen Grenzbahnhof Węgliniec, der noch im Originalzustand aus der Zeit der königlich-preußischen Staatsbahn KPEV erhalten ist. Weiter geht es nach Lubern. Die Flaggen und Embleme sind schon bunt gemixt. Auf dem Bahnhof Lubern begrüßten den Zug etwa 100 Delegierte des Europakonvents der polnischen Sozialdemokraten SLD, der zufällig dort tagte. Auf dem Bahnhof in Jelenia Góra gab es Reden und ein Folklore-Konzert. Das Konzert war ein deutlicher Kontrast zu dem späteren Besuch des Denkmals des SS-KZ-Außenlagers Große Rosen in Szeplice, früher Bad Warmbrunn. Die Verbrechen, die in deutschem Namen in die Welt gingen, dürfen nicht vergessen werden. Gut, dass Hirschberg selbst die Kriegszeit gut überstanden hat. Jetzt wurde es besonders spannend. Unser Sonderzug befuhr die früher Zackenbahn genannte Bergstrecke bis zum Wintersportort Szklarska Poręba Górna, auf Deutsch Schreiberhau. Dort war früher Schluss. Ein polnischer Film aus unserem Archiv schildert, wie der Abschnitt bis zur Grenze erst 2010 wieder aufgebaut wurde. In Polen nimmt die Zahl der betriebenen Eisenbahnstrecken seit Jahren ab. Und diejenigen, auf denen keine Züge mehr fahren, werden stillgelegt, oft abgebaut oder warten bestenfalls auf bessere Zeiten. In Niederschlesien entsteht fast von Grund auf eine Strecke, auf der Personenzüge durch das Riesengebirge in die Tschechische Republik fahren. Seit 1962 ist kein Personenzug mehr über diese Gleise gefahren. Es ist eine der höchstgelegenen Bahnstrecken in Polen. Sie verbindet Szklarska Poręba mit dem tschechischen Harachow. Der letzte Güterzug auf Gleisen, die sich noch an die Deutsche Reichsbahn erinnern, verschwand vor mindestens einem Jahrzehnt. Auf der gesamten Strecke werden jetzt neue Schienen verlegt. Das niederschlesische Marschallamt, dem sie gehört, hat über 11 Millionen Zloty für die Renovierung des fast 13 Kilometer langen Abschnitts ausgegeben. Hier sollen die gelben Schienenbusse der regionalen niederschlesischen Eisenbahnen auftauchen und nach ersten Berechnungen werden täglich etwa 5 Zugpaare nach Harachow und Szklarska Poręba verkehren. Es wird hauptsächlich Touristenverkehr geben. Im Winter von Skifahrern und im Sommer von Liebhabern der Bergwanderungen. Die Strecken werden an die Anforderungen des Programms Natur 2000 angepasst, um Amphibien und andere geschützte Tiere zu schützen. Die Investition wird von der Europäischen Union kofinanziert und soll bis Ende November 2010 abgeschlossen sein. Die Zuführung von Jelenia Góra nach Szklarska Poręba wird sogar erst seit dem 13. Januar 2014 wieder befahren. So lange dauerten die Reparaturarbeiten an dem Streckenabschnitt. Da der tschechische Streckenteil dieser Linie bislang nicht elektrifiziert ist, bieten die tschechischen Staatsbahnen ČD seit Dezember 2015 einen durchgehenden Dieselzugverkehr auf dieser Linie an. Und genau mit diesem Linienzug fuhr jetzt auch unsere Reisegruppe. Der Triebzug, den wir nutzten, kam übrigens von der Schweizer Firma Stadler. Doch warum war diese Strecke so lange nicht befahren worden? Die polnische Ausgabe von Wikipedia vermerkt dazu lakonisch, wir zitieren: Es gab keine Möglichkeit, die Bahnstrecke für internationalen Transport zu nutzen, da es keine Vereinbarung dazu zwischen den Regierungen Volkspolens und der Tschechoslowakei gab. Und außerdem waren in den 1950er Jahren Vorschriften verpflichtend, die praktisch den Tourismus in diesem Gebiet unmöglich machten. Zitat Ende. Wieder ein Beweis dafür, wie wichtig die Europäische Union ist. Die früheren sogenannten sozialistischen Bruderländer waren sich ziemlich feindlich gesonnen. Erst jetzt im europäischen Geist laufen in dieser wunderschönen Gegend Bahnverkehr und Tourismus wieder normal. Ankunft in Liberec. Am Eingang zu den Bahnsteigen wurde die Reisegruppe durch die örtlichen Vertreter der Sozialdemokratischen Partei CSSD empfangen. Die Stadt hat ein gut funktionierendes Straßenbahnsystem, sodass der Weg zu den Hotels auf Schienen zurückgelegt werden konnte. Gegenüber dem ehemaligen Kaiser Franz Josefs Bad vor dem Nordtschechischen Museum befindet sich das bescheidene Denkmal eines großen Tschechen. Tomáš Garrigue Masaryk, auch abgekürzt vertraulich TGM genannt, war vor dem Ersten Weltkrieg Philosophieprofessor in Prag. Während des Krieges half er in Paris und London bei der Koordinierung der exil-tschechischen Politik und baute eine eigene tschechische Armee auf. Ende 1918 entstand eine unabhängige, demokratische tschechoslowakische Republik mit Masaryk als Präsidenten.
Hier vor dem Denkmal trafen sich die Gäste aus Europa mit ihren tschechischen Gastgebern, legten Blumen nieder und hielten kurze Ansprachen. Wir haben uns heute am Denkmal des ersten Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik versammelt. Am Denkmal eines Menschen, der bis in die Knochen Demokrat und vor allem Europäer war. Er war ein Inbegriff der Ehrenhaftigkeit und wurde und wird vom Volk geliebt. Wenn wir uns mit seinen Ansichten vertraut machen würden, müssten wir feststellen, wie erstaunlich vieles davon heute noch aktuell ist. Tomáš Garrigue Masaryk ist mein Hero. And I think he could be a hero for all Europe and all Europeans. Masaryk ist mein Held und er könnte ein Held für Europa und alle Europäer sein, sagte der tschechische Europakandidat und meinte wohl, es ist kein Widerspruch, Patriot des eigenen Landes, Sozialdemokrat und gleichzeitig überzeugter Europäer zu sein. Ano, akce se mi velmi líbí. Myslím si, že to má velký úspěch. Jak můžeme tady vidět? Die Aktion mit dem Europazug finde ich toll, das hat auch großen Erfolg. Dadurch haben wir hier Gäste aus Frankreich, Polen, Deutschland und Tschechien. Ich meine, für die Zusammenarbeit der Sozialdemokraten ist das sehr nützlich, aber auch im Nationalen und vor allem auch heute in unserer Region. Wir erfahren bislang noch zwei Europas, zwei Qualitäten der Speisen, zwei Entwicklungsniveaus der Städte. Das muss sich ändern. Wie sieht denn eure Zusammenarbeit aus mit Polen und Deutschland? Das liegt ja in der Nähe. Ich selber wohne nur einen Sprung von Teschin weg. Ich verstehe alles auf Polnisch. Ich habe es ganz nah nach Polen, ich habe mich da oft umgesehen und die Sprache angehört. Ich glaube, die Zusammenarbeit der Tschechen mit Polen läuft sehr gut. Darauf kann man setzen. Und jetzt bei den EU-Parlamentswahlen, welche Chancen habt ihr? Meine Partei hat im Moment 4 Europaabgeordnete. Wir hätten gern wieder 4 Abgeordnete, aber wir müssen realistisch sein. Die Sozialdemokratie ist auch in Tschechien in letzter Zeit etwas abgefallen. Deshalb ist es wohl ein Erfolg bei 2 oder 3 Abgeordneten. Es sieht so aus, dass ihr euch mit den ausländischen Parteifreunden gut versteht. Macht euch dieses Treffen Spaß? Mit einigen der Kolleginnen und Kollegen kennen wir uns schon lange. Im Rahmen der europäischen sozialdemokratischen Parteien fuhren wir schon durch Europa. Wir besprechen dann verschiedene Themen und helfen uns gegenseitig. Mit unseren Freunden, die in der Europapolitik aktiv sind, bilden wir sozusagen eine Gang. Wir machen viel zusammen und abends sitzt man gemütlich beisammen und feiert. Dabei lernen wir uns persönlich kennen. Večer potom přichází zábava, kde se lépe poznáváme osobně. Wir finden Züge wichtig als Mittel, damit sich Menschen treffen können. Meinst du, die Zugverbindungen hier im Grenzgebiet reichen aus mit Deutschland und Polen? Ich persönlich finde, die Bahninfrastruktur könnte optimaler ausgebaut werden. Dazu neue Züge, mehr Verbindungen. Für die Menschen, aber auch für das Business und die Industrie. Dann könnte die Wirtschaft wachsen, der Import und Export. Vielleicht dachte Genosse Jan auch an die Enthüllung, dass im tschechischen oder ungarischen Nutella-Brotbelag weniger Schokolade steckt als in Deutschland oder Frankreich. Die Stadt Liberec bemüht sich jedenfalls nach Kräften, Geschichte und Moderne zu vereinen. Zwar fährt niemand mehr mit der Kraus-Dampflok von 1904 in der Zuckerfabrik, aber die Neorenaissance- und Jugendstilbauten aus der Hochzeit als Zentrum der Textilindustrie werden aufgeputzt und um moderne Infrastruktur ergänzt. Skulpturen schmücken das Stadtbild. Doch bald stand die Rückfahrt an. Wieder ein Wechsel des Verkehrsunternehmens. Diesmal gehörte der Zug der Deutschen Länderbahn unter dem Markenzeichen Trilex, einem Tochterunternehmen der italienischen Staatsbahn. Am Fahrerpult saß ein in Deutschland angestellter Tscheche. Hier funktioniert Europa. Die Bahnstrecke führte von Tschechien nach Deutschland, doch unterwegs durchquert sie einige Kilometer lang Polen. Eine Eigentümlichkeit dieser auch Dreiländereck genannten Region. Die Bahnstrecke hat nur Transitfunktion, der Zug hat in Polen noch nie eine Haltestelle gehabt. Deshalb hat Polen auch kein Interesse, diese Strecke auf eigene Kosten zu sanieren. Dieses Thema sucht im guten europäischen Geist noch eine Lösung. Mehr dazu in einer der nächsten Ausgaben von Kolejvizja.
Das Ziel der Fahrt war Zittau. Von dort aus ging es über Görlitz zurück mit dem Pesa-Link der Niederbarnimer Eisenbahn nach Berlin. Zittau ist berühmt für seine Schmalspurbahn. Sie gab neue Motive für Gruppenfotos. Kein Zweifel, das war eine Europatour voller spannender Eindrücke und die Eisenbahnen gehören zu Europa unbedingt dazu.